Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas spezielleren Video. Ich will Schneidebretter anbieten. Das bedeutet, die sollen hier drin hergestellt werden, sollen hier drin individualisiert werden und sollen dann im besten Fall in die ganze Welt verschickt werden. Und weil das nach ein paar Recherchen viel mehr Probleme dargestellt hat, als ich am Anfang gedacht habe, habe ich mich dazu entschieden, diesen kompletten Problemprozess einmal mit der Kamera zu begleiten und euch zu zeigen, was es alles braucht, bis das halt eben funktioniert. Schneidebretter herstellen, individualisieren, für den Kunden so anbieten, dass der das gut findet, dass der das gut gestalten kann und dass der es dann halt eben im Endeffekt kaufen kann und ich im besten Fall am Schluss noch was dran verdiene. Damit habe ich im Prinzip ein bisschen ernsthafter mit Holzwerken angefangen, Schneidebretter. Und diese Leidenschaft hat mich die ganze Zeit wieder verfolgt. Aber nachdem ich jetzt ein paar sehr, sehr anspruchsvolle Projekte wie die Brikettpresse, das mobile Sägewerk, die mobile Brennholz-Schneidevorrichtung als komplettes System, nachdem ich das jetzt fertiggestellt habe, brauche ich eine neue Herausforderung und das soll diese hier sein. Wir schauen einmal kurz in der Facebook-Historie zurück, wo das alles eigentlich angefangen hat. Und da habe ich zum Glück meine alte Facebook-Seite und da habe ich wirklich vor einigen Jahren angefangen, Bilder hochzuladen. Und da schaue ich selber manchmal noch ganz gerne zurück, in welchem Zeitraum, was sich wie halt eben entwickelt hat. Oh, da waren wir in Portugal im Urlaub, das war geil. Das Ganze ist vom April 2016 und damals war das schon das Thema, das große Thema bei mir. Das macht mir richtig viel Spaß, das will ich mehr machen. 2016 habe ich mit Fichten, Stirnholzbrettern angefangen und ich zeige euch mal, was ich noch in der Küche liegen habe. Hier seht ihr so ein Schneidebrett, was ich damals hergestellt habe. Fichten, Stirnholz, richtig, richtig gut. Damals war das Fichtenholz noch günstig, mittlerweile leider nicht mehr. Aber die Schneidebretter, die ich da auf den Bildern habe, die werden tatsächlich heute immer noch benutzt. Das sind fast 10 Jahre. Es dauert nicht mehr lang, dann sind die 10 Jahre alt. Das heißt, die werden immer noch benutzt. Meine Leidenschaft war damals sogar so groß, dass ich mir extra, um diese Schneidebretter besser herstellen zu können, einen Trommelschleifer gebaut habe, damit ich das Stirnholz effizient halt eben schleifen kann. Genau deswegen habe ich mir damals folgenden Trommelschleifer halt eben selbst gebaut. Hier seht ihr den Trommelschleifer, den ich mir speziell für diese paar Schneidebretter hergestellt habe, um die halt eben besser herstellen zu können und die wurden auch alle wirklich richtig, richtig gut. Und so hat es dann früher teilweise in meiner Werkstatt ausgesehen. Ich habe alle Schraubzwingen benutzt, die ich damals hatte und habe diese ganzen Rohlinge halt eben zusammengeleimt, um diese Schneidebretter halt eben herstellen zu können. Jetzt waren das im Laufe der ganzen Zeit gar nicht mal so viele, aber es hat mir im Nachhinein immer noch extrem viel Spaß gemacht und das will ich jetzt als neue Herausforderung annehmen. Das Ganze werden wir in diesem Video hier begleiten. Jetzt haben wir 2022 und ein Schneidebrett herstellen ist nicht die Welt. Alles drumherum ist das, was halt eben das große Problem darstellt. Und in dem Video werdet ihr die ganzen Probleme auch mal sehen und kennenlernen, die halt eben da halt so eben mitkommen. Denn ich zeige euch nämlich mal was. So ein Frühstücksbrettchen herstellen, was schön aussieht, ist nicht die Kunst. Das ist nämlich das Banale an der ganzen Sache. Das Drumherum, das ist die ganze schwierige Arbeit. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das nur noch der kleinste Teil der Arbeit. Wir haben folgende Problemchen, um die wir uns halt eben kümmern müssen. Ich möchte irgendeine Art von Design auf dem Schneidebrett, was jahreszeitenmäßig halt eben passt, sodass es halt eben den Kunden besser anspricht, um das Ganze nochmal individualisieren können. Erstes Problem. Wo bekommen wir eine Lizenz her? Und was kosten die? Die sind nämlich ganz schön teuer und da gehen wir später drauf ein. Dann muss das Ganze im Shop so eingebettet werden, damit halt eben der Kunde seinen Wunschnamen einbetten kann bzw. einschreiben kann, damit ich das Ganze entsprechend herstellen kann. Das Ganze muss natürlich so aussehen, dass Kunden, die mich nicht kennen, die nicht wissen, dass ich seit 10 Jahren eigentlich so alles zeige, was ich in meinem Leben mache, dass die halt eben nicht abgeschreckt werden. Ich habe zwar ein Logistiklager, welches meine ganzen Waren verpackt, aber weil das Ganze hier individuell wieder gelasert werden muss, muss das Ganze hier aus dieser Werkstatt passieren. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip ein zweites Versandlager, was hier aus dieser Werkstatt rein für diese ganzen Schneidebretter dann halt eben fungiert. Es gibt noch weitere Punkte, die wir uns gleich anschauen werden, aber der schwierigste und herausforderndste Teil für mich persönlich wird sein, Online-Marketing zu erstellen, damit das Ganze quasi alleine vermarktet wird und ich immer nur einmal in der Woche draufschauen muss, dass das Ganze weiterhin von den Werten her stimmt und ich die Aufträge halt eben ausführen muss. Das ganz, ganz große Problem ist hier der Verkaufspreis und Werbegeld, was man halt eben pro Schneidebrett einrechnen muss und so, dass es halt eben im Endeffekt noch Sinn macht und ich hier nicht für 2,95 Euro brutto in der Stunde hier diese Schneidebretter halt eben herstelle. Schaut euch das Video gerne bis zum Ende an und wenn euch das dann gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ich hiervon vielleicht einen zweiten, dritten oder vierten Teil machen kann, wie sich das Ganze halt eben so entwickelt. Denn gerade der nächste Teil, so was die Werbung angeht, ist für alle entscheidend.
schreiben, die keine Social-Media-Reichweite haben. Ich habe das Glück, dass ich die letzten 10 Jahre sehr, sehr viel Zeit und Geld in meinen YouTube- und Instagram-Kanal gesteckt habe, damit der und die halt eben so ein bisschen Reichweite generieren. Und deswegen kann ich euch, ihr, die mich auch lieberweise abonniert haben, das Ganze jetzt zeigen. Die, die mich aber nicht kennen, die haben überhaupt keine Ahnung, dass es das gibt. Das heißt, die muss ich ansprechen mit Werbung, die ich schalte, die ich auch nochmal erstelle und wo ich halt eben das Ganze so einstellen muss und so optimieren muss, dass es im Endeffekt weniger kostet als das, was ich noch verdiene. Und genau das ist das ganz, ganz große Ziel, dass ich mit hier diesem kompletten Projekt, was die Schneidebretter angibt, losgelöst von meinem YouTube-Kanal, diese vermarkten kann, weil der YouTube-Kanal ist begrenzt, was ich an Reichweite habe, aber mit der richtig eingestellten und richtig targetierten Online-Marketing-Strategie funktioniert das Ganze halt größer und man kann es halt eben besser skalieren. Gerade was das Thema Online-Marketing angeht, wird es auch bei diesem einen Produkt hier nicht bleiben, denn wichtig ist es, dass der Warenkorb halt eben immer so ein bisschen höher ausfällt, damit das Ganze mit der Werbung immer am Schluss noch aufgeht. Das bedeutet, längerfristig müssen dazu noch entsprechend passende Produkte kommen, die man halt eben als Kombination einkaufen kann, damit der Kunde auch möglichst lange sehr, sehr glücklich ist und ich im besten Falle dadurch den Warenkorbwert ein bisschen nach oben bringe. Das heißt, zu diesem Produkt hier wird in Zukunft noch ein paar Sachen mehr kommen, was ich dann auch in so einer Art von Video halt eben abhandeln kann. Ihr merkt, das sind ganz, ganz viele Punkte, an die man denken muss. Und damit ich hier halt eben nicht wahnsinnig werde, benutze ich seit den letzten 2 Jahren ungefähr To-Dos, um halt eben meinen kompletten Wochen-, Tages- und Monatsablauf planen zu können. Ich bin auch so eine Art von Person, die schon wirklich sehr, sehr viel ausprobiert hat. Zum Beispiel auch hier mit so einem einfachen Rekorder. Das habe ich teilweise auf meinem Nachtschrank liegen, damit ich abends, bevor ich schlafen gehe, da alles reinlabere, damit ich meinen Kopf endlich mal frei habe und halt eben besser schlafen kann. Das hier benutze ich mittlerweile nicht mehr so oft, aber bei To-Dos bin ich kleben geblieben. Das benutze ich wirklich weiterhin und das kann ich euch wirklich empfehlen. Leute, bleibt ganz cool. Ich habe kein Geld dafür bekommen, dass ich das in diesem Video hier halt eben jetzt sage. Ich bekomme lediglich eine kleine Provision. Da habe ich mich an dem Partnerprogramm angemeldet. Wenn ihr euch halt eben auch bei diesem Programm hier anmeldet, ich kann es euch wie gesagt empfehlen. Ich zeige euch mal, wie viele Punkte ich jetzt in der Vergangenheit über dieses Programm schon abgehakt habe. Hier oben rechts könnt ihr zum Beispiel sehen, dass ich schon über 4000 To-Dos mit diesem Programm hier halt eben erstellt und halt eben abgehakt habe. Und das ist einfach Gold wert. Wir erstellen jetzt mal ein neues Projekt und das nennen wir einfach mal Projekt Schneide. Boah, leck jetzt hier. Wir erstellen jetzt einfach mal ein neues Projekt, welches ich Schneidebrett nenne. Farbe nehmen wir Buche Orange zu Favoritenliste hinzufügen. Also Leute, ich habe alles mal so ein bisschen jetzt erstmal gebrainstormt und habe alles so ein bisschen unterteilt. Und wir haben jetzt hier verschiedene Punkte, wie zum Beispiel das Logo, das Design, den Versand, die Webseite, die Werkstatt ist als zweitletzter Punkt aufgelistet. Und Punkte, die irgendwann, wenn das Ganze gut funktioniert, halt eben dazukommen können und halt auch eben müssen. Jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt, wo ich schon wirklich gestern mir fast die Haare aus dem Kopf gerissen habe. Und zwar geht es um das Logo. Ich möchte auf jedem Schneidebrett unten etwas Schönes auflasern, damit die Kunden halt eben das Ganze ein bisschen schöner visuell vor sich dann liegen haben, damit der Grund größer ist, dass sie das halt eben ihren Lieben zu Weihnachten, zu Geburtstag oder zu irgendeiner anderen Festivität halt eben schenken. Das bedeutet, wir brauchen hier ein Logo und das brauchen wir jetzt erstmal. Ich bin natürlich bereit, für eine Leistung entsprechend zu bezahlen. Nur jetzt zeige ich euch mal was und ich sage euch, was das gekostet hätte. Da bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Ich habe jetzt ein richtig banales Logo rausgesucht und sowas in der Art, das nennt sich Line Art, möchte ich auf meinem Brett unten links haben. Da soll vielleicht an Weihnachten eine Christbaumkugel oder ein Weihnachtsbaum oder irgendwas anderes sein. Aber jetzt haltet euch fest, was sowas hier kostet. Ich habe mit dem Service von 2 Anbietern gesprochen und da habe ich auch gesagt, dass ich den Preis ein bisschen zu hoch finde für das, was man halt eben bekommt. Als Antwort habe ich halt eben bekommen, es geht hier nicht um das Produkt, es geht um die Lizenz. Jetzt haltet euch fest, wenn ihr sowas hier kaufen möchtet, um es zum Beispiel eurer Oma zu schenken, dann kostet das 9 Euro. Wenn ihr damit aber Geld machen möchtet und halt damit Produkte erstellen möchtet, wie so ein Schneidebrett, dann kostet das Ganze ungefähr 120, 125 Euro, weil man die erweiterte Lizenz braucht. Denn ich habe gefragt, ja hier brauche ich die denn überhaupt? Denn bei einem Schneidebrett ist es so, wenn ein Autoliebhaber unten Line Art von einem Auto hat, dann kann man das so auslegen, dass der Kunde das kauft als Autoliebhaber, nur weil da unten ja diese Line Art drauf ist und dann braucht man die erweiterte Lizenz. Alles gut und schön. Bei einem Buch ist es zum Beispiel so, wenn jetzt so eine Line Art auf dem Buch drauf ist, dann kauft der Kunde das ja wegen dem Inhalt, weil das ja ein Buch ist. Der will das Buch lesen und nicht wegen dieser Line Art. Das ist so diese Unterscheidung gewesen, die ich am Telefon bekommen habe. Aber dennoch fand ich den Preis einfach für sowas
was man auch mit dem iPad mit ein bisschen Übung selbst machen kann, einfach nicht gerechtfertigt. Ich habe jetzt aber zwei tolle Alternativen gefunden und dafür werden wir jetzt gleich ein bisschen was vorbereiten. Was ist die erste Möglichkeit, falls ihr sowas halt eben auch machen möchtet? Also die erste Möglichkeit ist tatsächlich Fiverr, dass ihr euch einen Freelancer holt, der euch das Ganze nach Angaben, die ihr dem Freelancer halt eben macht, dass der das für euch halt eben umsetzen kann. Und dann kostet sowas, wir sehen es hier, um die 5,32 Euro, je nachdem, wie man es halt eben nutzen möchte. In dem Fall konnte man einfach ein bisschen runterscrollen und konnte sich halt eben ansehen, okay, man will ein zusätzliches Bild, dann kostet es plus 5 Euro nochmal. Und wenn man hier dieses Commercial Used halt eben machen möchte, schauen wir uns das einmal kurz an, ist relativ simpel erklärt, I will make design for commercial used. Aber was noch viel cooler ist, ist, dass ein Zuschauer mich bei Instagram kontaktiert hat und hat gesagt, ey, ich kann dir das auch machen und da muss ich jetzt ein bisschen was vorbereiten, damit der genau weiß, was ich halt eben brauche. Ich packe euch mal einen Link von dem lieben Dominik unten in die Videobeschreibung rein. Und jetzt geht es für mich an das iPad, dass ich mir so ein bisschen Inspiration im Internet nehmen kann und eine Skizze herstelle, damit der Dominik auch weiß, was ich im Idealfall halt eben möchte. Ich habe die ersten Testmuster, was die Vektordateien angeht, jetzt schon mal bekommen. Und damit wir auch später was zum Lasern haben, fangen wir jetzt mit den Schneidebrettern an. Wir werden heute zwei Holzsorten zuschneiden. Das ist einmal Eschenholz und Buchenholz. Das werden die ersten drei Varianten an Schneidebrettern sein. Die werden wir jetzt alle erstmal grob ablenken und alles weitere seht ihr jetzt im folgenden Prozess. Prozess, hört sich so schlimm an. Mit so einer Formatkreissäge kann man das wirklich sehr, sehr gut machen. Da kann man auch echt viele Teile durchjagen. Mit dem Anschlag werde ich mir jetzt einfach meine Breite einstellen. Und dadurch, dass man das nach hinten bewegen kann, kann man damit dann auch ohne Probleme das Ganze auf Länge zuschneiden, weil es nicht die Gefahr gibt, dass etwas verkeilen könnte. Das Buchenholz liegt hier noch im Stapel. Da müssen wir jetzt einmal ein bisschen umräumen, dass wir da auch eben drankommen. Hoppla, da haben wir unser Buchenholz. So, ich glaube, irgendwas ist verstopft. Denn gerade hat die Absaugung viel zu viel von rausgeschmissen. Beziehungsweise es wurde zu viel rausgeschmissen, was nicht abgesaugt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass die Buchenspäne, weil die sind ziemlich breit, also langfasrig, dass die hier hinten jetzt einfach alles mal verstopft haben, weil ich habe jetzt echt ziemlich viel gleichzeitig durchlaufen lassen. Deswegen gucken wir uns das mal an. Oh ja. Und genau hier dran sieht man jetzt, wann jetzt eine Schreinerei oder was auch immer dann wirklich eine entsprechende Absaugung braucht, denn das hier ist halt brutal. Ne? Das waren jetzt nur in Anführungszeichen 2 mm, das ist gar nicht mal so viel an Spanabnahme, aber es war anscheinend zu viel. Ich sorg das jetzt erstmal. Don't fall down.
Leute, ich hätte nicht gedacht, dass dieses komplette Thema so extrem aufwendig sein wird. Also wirklich, im zweiten Teil dazu werde ich nämlich noch ein bisschen drauf eingehen. Speziell am Schluss werde ich dazu noch ein paar Worte verlieren. Für euch als Hintergrundinformation zu diesem Video hier. Dieses Videomaterial hier habe ich im November, Anfang November 2022 aufgenommen. Deswegen sind manche Dinge einfach nämlich so sinnig, die ich hier sage, dass die Dinge halt eben für die Weihnachtszeit jetzt vorbereitet werden, für euch als Hintergrundinformationen, aber so ist es halt eben, so produziere ich derzeit sehr, sehr viele Videos auch einfach mal vor, damit das Ganze auch langfristig hier funktioniert. Den zweiten Teil, den werdet ihr im nächsten YouTube-Video sehen oder ihr klickt jetzt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung, da gelangt ihr zu WatchBetter, das ist ein kostenloser Dienst, damit ihr halt eben die Videos ein bisschen früher und gerade bei so zweiteiligen Videos, dass ihr das halt einfach direkt hintereinander anschauen könnt. Also Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video.